Hab gerade mein Frühstück zerfetzt, einen kleinen Nap gemacht, keine Ahnung, also irgendwie hatte ich es nötig. Auf jeden Fall sind wir mit München vorbei. Ich richte gerade den Stream an. Während der Fahrt wird es wieder einen Stream geben und wir fahren jetzt nach Innsbruck zu nehmen. Ich bin in einer Nebenortschaft von Innsbruck, nicht so weit weg, irgendwie 10 oder 15 Minuten. Aber Bruder, die Landschaft hier ist einfach geisteskrank. Wachst auf und siehst das jeden Tag, egal in welche Richtung du schaust. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt daran, check jetzt an. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig stehe. Ich lasse es mal einfach stehen. Ich bin jetzt in meinem Zimmer angekommen. Es ist nur ein Einzelzimmer, okay? Aber dafür, dass es ein Einzelzimmer ist, ist das Bett richtig groß. 1,40 auf 200. Krassen Aussicht, Alter, aber dazu kommen wir später. Weil jetzt kommt erstmal das ganz Wichtige. Ich weiß nicht, warum das alle sehen wollen, aber das ist das Badezimmer. Es schaut gut aus. Hier haben wir das WC. Da ist die Klobürste. Toilettenpapier. Drücker, okay, so ins Detail müssen wir jetzt auch nicht gehen. Dusche, Waschbecken, Spiegel. Und meine Hand, Mann. Ich war selber noch nicht hier draußen. Also ich weiß gar nicht, wie die Aussicht wirklich ist. Okay, ist trocken. Das ist ein bisschen cringe, muss ich sagen. Egal, sehr schön, sehr schön. So kann man hier seine Zeit verbringen. Wir fahren jetzt zu Nemo, Junge. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den von TikTok. Seine TikToks beginnen immer mit, geht's dir gut? Und dann kommen so Fun Facts bzw. Mindblowing Fragen. Ja. Er fährt zufälligerweise auch Motorrad. Wir treffen uns jetzt, wir fahren Motorrad, wir drehen ein Video. Ich, Idiot, habe erst jetzt bemerkt, dass er keine GoPro und Mikro hat. Deswegen weiß ich nicht, wie wir seinen Part aufnehmen. Wahrscheinlich werde ich mich immer neben ihn stellen müssen. Wir sind etwas früher dran. Das Video mit ihm kommt noch. Schaut euch das an. Ich weiß jetzt schon, dass es gut wird. Also. Grüß dich, servus. Ja, alles klar. Wie geht's? What the fuck? Sorry für die Verspätung, Mann. Macht nichts, macht nichts. R7 ist das, gell? Ja, Mann. Ganz neu. 5 Kilometer. Jetzt 600. 600 schon? Ja. Du hast ja erst eine Woche oder so. Ja, fast zwei. Okay, dann bist du schon viel gefahren. Gut, stell dich mal vor, für die, die dich nicht kennen. Geht's dir gut? Ja, ich glaube, das reicht, ja. Wir fahren jetzt nach Innsbruck. Vor mir ist der Nemo. Und wir ballern jetzt einige seiner Funfacts raus. Das Lustige daran ist, er meinte gerade zu mir, dass er voll der schüchterne Typ ist. Das Problem ist, es regnet um 15 Uhr. Das ist genauer gesagt. In ca. 45 Minuten. Ich, Intelligenzbestie, habe noch die Kamera die ganze Zeit angelassen und deswegen ist mein Akku jetzt einfach alle. So, wir sind in Innsbruck angekommen. Da werden jetzt Leute ein bisschen genervt von uns. Geht auch nicht. Das war eine Nebenortschaft, die einfach auch Innsbruck heißt. Okay, muss ich nicht verstehen. Jetzt sind wir im richtigen Innsbruck angekommen. Hier werden wir die Menschen jetzt nerven. Ich bin gespannt, wie Nemo gegenüber den fremden Leuten ist. Geht's dir gut? Was? Geht's dir gut? Ich bin noch gar nicht in Innsbruck gewesen. Was? Ich war noch gar nicht in Innsbruck, weil es hat bis jetzt die ganze Zeit geregnet. Schau, wo ist hier. Okay, ich muss sagen, Innsbruck ist schon städtischer. Also das sind halt diese Wohnhäuser. Weil da, wo ich mein Hotel habe, das sind quasi nur Häuser. Nur ein- oder vielleicht Mehrfamilienhäuser. Aber nicht so Wohnhäuser halt. Wo mehrere Wohnungen sich quasi in einem Haus befinden. Was die Anzahl von drei übersteigt. Langsam sind da schon Menschen, gell? Und dann starten wir so richtig durch. Ja. Hä, ist der jetzt bei Rot gefahren? Ja, ich glaube, ja. Ach so. Aber wirst du oft erkannt, so in Innsbruck vor allem? Ha? Wirst du oft erkannt, so in Innsbruck vor allem? Was hast du? Ob du erkannt wirst? Ah, ja. Nicht? Okay, krass. Auch noch dieses Tschüss. Also. Boah, ich hab gar keinen Bock, morgen nach Hause zu fahren. Ich werde wahrscheinlich teilweise im Regen fahren. Ganz schier. Aber ja. Alter, wie geil. Aber schaut, das meine ich, Leute. Sonne ist gedrosselt. Es ist kaum nötig, ein offenes Bike zu haben. Das ist geil. So schöne, übersichtliche Kurven, Digga. Was für ein Ehrenmann. Aber super schön, Alter. Ich bin froh, dass ich das gerade aufnehme. Vielleicht kommt das als eigenes Video, Bro. Ich finde das so geil. Direkt nach Innsbruck, gleich so schöne Strecken, Mann. Ja, die Strecke passt eigentlich, wenn nicht so viel Verkehr wäre. Ja. Aber es passt schon. Das ist die Brenner Bundesstraße. Mhm. Geile Strecke zum Fahren. Auch der Asphalt ist halt schön. Also es ist nirgendwo eigentlich eine Stelle, wo du halt wegfliegen könntest oder so. Ja, auf ein, zwei Stellen gibt es so.
Da gibt es auch mal so richtige Bodenwelle. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Eine Linkskurve. Ja, eine Linkskurve. Ja, genau. Wo es so ziemlich im Schatten war und rechts war so Steine. Ja, ja. Da waren halt so Wellen in der Straße, ja. Gefällt's dir? Ja, extrem. Ich muss eh öfter, wie gesagt, auch selber rausfahren, weil im Raum Wien haben wir auch gute Strecken. Aber ich fahre irgendwie nie raus. Wir fahren jetzt nach Hause. Der Stream ist jetzt eingerichtet. Das Navi ist auch eingerichtet. Der Hotspot für den Stream ist eingerichtet. Die Strecken, die hier sind, sind mega, Alter. Man fährt einfach irgendwo raus und du hast mega Strecken. Das ist richtig nice. Es war eine sehr schöne Reise. Viele Leute kennengelernt, alle sehr nett. Freunde, es war, ist und bleibt ein wahrer Spruch. Überall ist es schön, aber zu Hause ist es am schönsten. Hier ist unser schönes Wien. Ich bin wieder zu Hause. Wenn euch der Kommentar ein Video, dann lasst ein Like, einen Kanal und ein Abo da und tschüss.